damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Hallo? Zu einer weiteren Runde Survival in the Woods? Darf ich? Ja, jetzt darf ich. Warum auch immer der mich jetzt gerade nicht gelassen hat. Wo zum Geier bin ich? Ich wollte mir irgendwas... Ach genau, ich wollte mir Steine holen. Ah genau. Zu einer weiteren Runde Survival in the Woods. Wir sind wieder dabei und wir wollen uns einen Weg rüberbauen, weil ihr wisst noch, wo wir hinwollen. Ich weiß es auch. Und schauen wir mal, was die anderen machen. Wieso habe ich Down in der Pfote? Genau, ich wollte die Felder schützen. und zwar diese hier? So. Ich schütze sie auf jeden Fall einfach mal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist gut so. What? Speichel? What the Wer hat Speichel? What the fridge war du das hast denn? Speichel. Was war was? Ah, ich bin doch in der Nähe von Geräusch? Meinem Anfang. Wieso hast du dir sonst Sorgen gemacht? Ist ja langweilig. Langweiler! Hallo, wenn du mitten im Baum spawnst, ne? Dann hoffe ich, dass du da direkt stirbst dran. Kann man nicht. Ja, das ist ja das Problem. Finde den Fehler. Oh, ich hab Hunger. Oh, die Kuh ist ja wieder hier vom letzten Mal, die mich die ganze Zeit beobachtet und mir Gesellschaft leistet. Guckt sie dir noch kritisch? Nein, sie guckt freundlich. Kuh, die ich letztens eigentlich töten wollte, dann hat sie mich angeschaut und dann konnte ich das nicht mehr. Heimat! Naja, zumindest ist sowas wie eine Heimat. Dieser Baum ist im Weg, der muss weg. Was habe ich denn mir hier gelassen? Oh! Interessant, das ist scheinbar gar kein Baum, das Ding. Natürlich. Huch, nee, das ist ein Haus. Das nenne ich echt mal Schwein gehabt. Ah, ich habe ja alles mitgenommen, was ich in meiner Base hatte, weil ich eigentlich... Was? Ich finde es gut, dass ich nicht der Einzige bin, der nie weiß, was er überhaupt die letzte Folge gemacht hat. Ja, ich muss mir echt überlegen. Also grundlegend weiß ich, was ich vorhabe. Also von daher. Also. Wieso ist hier eigentlich Wasser? Das ist total scheiße. Findest du? Ja. Wo hab ich den denn her? Der sieht ja cool aus. Freue mich. So, wir wollen. Machen wir zuallererst mal was zu essen. Ihr wisst es. So habe ich denn. What? Ja, wunderbar, das ist schon mal geschützt. Und das habe ich jetzt toll gemacht. Trotzdem nicht dämlich. Ja, gut. Mich gerade so, als ob ich ewig kein Minecraft gespielt habe. Ich weiß nicht, wie man die einfachsten Sachen baut. Sehr gut. Bleib so. Ich bewege. Ich bleibe nicht so, ich habe schon rausgefunden, ihr Opfer. Du bist das Opfer. Gar nicht. So. Letztens ist nur, es ist jetzt Nacht. Ich bin ohne Rüstung. Ich brauche eine Axt. So wie sich das gehört. Das da? Das da. Ach, was mache ich denn da? Oh, da ist schon ein Sound rum. Das ist natürlich praktisch, da fehlt nur das da. Reden wir jetzt alle so in kryptischer Sprache, also wir brauchen das da! Das da und das da. Ich eine schöne Axt. Dann will ich ein bisschen hier von und davon und dies und das. Das brauchen wir nicht, aber das muss auch noch geschützt werden hier. Wird spannend als letzte Folge, das sage ich euch. Mit ganz viel Spandex. Ganz viel spannenden Farben. Aber ich habe es eigentlich perfekt gemacht. Klar, ich habe jetzt kein Eisen mehr, aber ich hatte jede Menge Pilze in der Kiste gelassen. Das heißt, wir haben ja erstmal Fettpilzsuppe gemacht, damit ich schon mal nicht verhungere. Weil die bringt doch gar nicht so viel. Ekelhafte Pilzsuppe. Bringt Nahrung. Pilzsuppe ist eigentlich ziemlich lecker. Ja, aber die bringt nicht viel. Nur für Leute, die Pilze mögen. Oh Mann, ich krieg jetzt nicht vom echten Leben, ihr Opfer. Pilzsuppe ist meine lecker. Meine Güte, schaff dir mal ein echtes Leben an. Ich hab ein echtes Leben und du? Ich nicht. Ich nicht. Mein Leben besteht aus Arbeit. Gut, ich arbeite auch die meiste Zeit meines Tages, aber... Oh, was ist das?
Gib es mir. Holz. Ah, First World Problems. Welchen dieser Bäume hau ich weg? Ich brauch Holz. Nehmen wir den da. Geil, ich erreiche jetzt, ich krieg jetzt wieder die Errungenschaft von wegen, dass ich eine Workbench gebaut habe. Ja, weil du tot warst, was ja. Aber da verlierst du auch doch nicht das, was du alles geschafft hast, oder? Nee, nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, dass die Achievements regelmäßig einfach flöten gehen in Minecraft. Also. Okay. Weil jetzt habe ich auch gerade das Achievement gekriegt, dass ich ein Schwert gebaut habe. Und ich denke mir gerade so, was zur Hölle? Was? Ja. Was? Ist ja schon richtig weit. Ja, also ich. Hallo, mein Name ist Sefi, ich bin neu in diesem Projekt. Also kein Wunder, dass sie noch nie gestorben ist, wenn sie die ganze. Wobei, nee, ist gar nicht wahr. Das hat sich ja mittlerweile korrigiert. So selten stirbt, wenn sie einfach nichts tut. Ja, das stimmt. Lustigerweise kann man in den ganzen 27. Aua! Folgen sehen. Bist du tot? Nein! Aber ich habe sehr erfolgreich dieses Stück Baumstamm mit meinem Grabstein ersetzt. Ja, ich bin tot! Woohoo! Was? Okay, in der 6. Minute 29 ist Phil gestorben. Mhm. Geil, das ging ja schnell. Kannst du bitte weiter so machen? Sie haben sie geheiliger Makari. Wie ist das hier? Was, Makari? Mein Spiel hat sich minimiert, weil ich dachte, fick dich. Makari, Makaroni. Yum, yum, yum. Startet die Aufnahme nochmal. So. Das ist echt ein bisschen doof bei deinem Programm. Jedes Mal muss die Aufnahme beenden. Normalerweise tut es das nicht. Ah! Ah! Das doch endlich! Oh, scheiße! Ersetzt du gerade deinen. Das ist ein Spiel hinter mir! What the fuck? Wenn er zweimal hintereinander stirbt, dann feiere ich das, ne? Nein, ist nicht passiert, Edge. Ist ja langweilig. Ich hab zwar nur noch irgendwie so 2,5 Herzen, aber die Spinne hat mich. Aua! Nein! Skelett! Oh, jetzt wird's spannend. Noch Skelett! Jetzt wird's noch spannender. Ah! Und? Ja, ich bin tot. Leute. Wow. Ja? Irgendwas stimmt bei mir nicht. Ich bewege mich ganz seltsam langsam. Dann bist du vielleicht einfach nur irgendwo, wo. Nein, ich bin einfach nur auf Gras, auf Erde. Ja, drück mal Schild. Es könnte auch Loamy Dirt sein. Was für ein Ding? Loamy Dirt, das ist so ein matschiger Ding. Dann bist du da drauf langsam. Nein, das ist einfach nur Grasblock. Überall Grasblock. Das ist jetzt von einem auf den anderen Moment, nachdem sich das Spiel minimiert hat und sich dachte, fick dich. Zur Not mal neu starten. Ich kann das doch jetzt nicht neu starten. Ja, klar kannst du das drück jetzt doch neu starten. Mal Schild, meine Güte, hör doch auf. Lift und dann? Nochmal. Hab ich. Und bewegst du dich jetzt schneller? Nee. Okay. Und mal Shift. Mal gucken, was passiert. So, jetzt brauche ich mir eine Rüstung. Verwirrung! Oh, jetzt geht's wieder. Ich habe mein Inventar geöffnet, jetzt geht's wieder. Alter, das ist doch bescheuert. So. Wow. Will ich schon wieder sterben? Das fängt schon wieder so gut an, weißt du? Einer stirbt, bei mir minimiert sich das Spiel, weil ich denke, kein Bock mehr. Einer stirbt zweimal. Ja, hoffentlich. Er ist ja schon. Ach, er ist jetzt schon ein zweites Mal gestorben? Ja, hast du doch gesagt. Hab ich jetzt gerade nicht mitgekriegt, weil ich mit meinem eigenen Problem beschäftigt war. So, jetzt kann mich keiner mehr hier irgendwie. Wie viele Leben hast du denn jetzt noch? Vier. Ich hab keine Ahnung. Wow, bei dir lohnt es sich ja schon fast nicht mehr zu spielen. Ich habe die Liste hier. Hör mal zu, junges Fräulein, ne? Junges Fräulein. Ich würde sagen, Tata. Tata. Jetzt spielt er mit der Karte. Aber ist echt krass. Wir hatten am Anfang 10 Leben, ja? Ja. Ja. Und Phil hat es tatsächlich geschafft, auf 4 runterzudroppen. Das ist eine Leistung. Nein, ich war das nicht. Das waren die scheiß Skelette. Was für eine Leistung. Ich meine, wenn wir alle so uns ein Beispiel an Phil nehmen würden, dann wäre das echt gut. Ah, wenn wir uns alle ein Beispiel daran nehmen würden, wäre das ganze Projekt vor 10 Folgen schon beendet gewesen. Ja, das wäre aber viel spannender gewesen. Phil bringt auf jeden Fall Spannung bei sich rein, ja, das stimmt. Soll ich mich jetzt auch einfach random töten, damit es spannender ist? Mach mal. Au! Au! Das kann ich genauso zurückgeben. Also wenn du jetzt in einer Folge dich komplett aus dem Spiel raushaust, ne? Dann lach ich dich aus. Boah, ich lach dich so hart aus. Die Leute mögen mich nicht mehr. Leute? Leute haben überhaupt nichts damit zu tun. Auch Creeper sind Leute.
Oh Gott, das ist ein Creeper. Hallo. Auch Creeper sind Leute. Hallo, Creeper. Tüdelüsi, Mensch. Irgendwo da hinten war das doch. Oh, hier sind. Boah, du hast noch gesprungen. Donnelacht! Vielleicht hätte ich mir einen besseren Helm aufsetzen sollen. Ich sehe kaum was. Ja, was? Ich glaube, es wird Zeit für einen weiteren Tod. Dein? Ja. Mach mal. Gott, wo hänge ich denn jetzt fest? Ich sehe kaum was. Ja, das ist gut. Das fängt schon mal gut an. Ah, da hinten ist mein. Ja, nee, so nicht. Doch. Okay. Hallo, Kuh. Ja, ist das verrückt. Hallo, Zombie. Hallo, Wand, an der ich nicht hochkomme. Ach, hab ich sogar. Egal, naja. So, gut. Diesen Stick muss ich noch voll kriegen, sonst lebe ich nicht mehr. Das kann weg. Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen. Ist es dein Ernst? Kannst du nicht mehr rennen? Boah, Spinnen sind total gefährlich geworden. Ich glaube, er macht's wirklich. Gott, ey, das wäre so. Oh Gott, ich hab die Spinne hinter mir. Oh, ich kann nicht rennen, nein. Also bei Philipp gerade war richtig landunter so, ne? Oh ja. Ich jetzt einfach nur die nächstbeste Tür und rein. Das Problem ist, die Türen sind gerade alle irgendwie 10 Meter hoch. Oh Gott, hier ist Wasser. Da ist ein Zombie. Noch ein Zombie. Ja. Ich glaube, das ist derselbe Zombie. Lange der Zombie, lass mich töte. Rein! Mach die Tür zu. Ah! Okay. Das finde ich jetzt aber nicht schön. Und jetzt ist in dem Haus ein Zombie-Villager. Zum das ist so Glück so nicht. So. So, jetzt haben wir einen Stein. Was haben wir denn hier? Jetzt habe ich den aber an der Tür. Nee. Ja. Was dann die Richtung? Ja, erstmal wieder was sehen. Meine Güte. Haben wir, glaube ich, noch nie. So. Ja. Okay. Und Firebug? Ja. Auch wenn du sagst, die Pilzsuppe bringt nicht viel Nahrung. In dem aktuellen Spielmodus ist jedes bisschen Nahrung, man hört es an Phil, lebensnotwendig. So ein Lappen lässt sich aber zweimal töten. Stirb. Ah, die Sonne geht auf. Okay. Hallo, meine Kühe. Boah, ich hätte so gerne einen Sattel. Die Pferde sind hier überall und gucken mich an und denken sich so, haha. Ja, da musst du angreifen. Viel Spaß. Und die denken sich so, hier, wir sind hier, aber du kannst uns nicht nutzen. Meine Güte, halten die viel aus. Friss die Fackel. Aber Pferde töten kann ich nicht. Aber ich glaube, da gehen wir Steine. Das habe ich aber gemacht, damit ich Leder sammeln kann. Ja, ich habe hier genug Kühe, um Leder zu sammeln. So, TP eingesammelt. Was Neues? So. Dann langweilig. Was ist denn mit dem Baum los? Das ist der Antichristen-Entenbaum. Könnten sie uns auch ganz leicht machen und kein eigenes Haus bauen, sondern einfach das hier übernehmen. Aber das wäre ja irgendwie doof, ne? Eieieiei. Ja, irgendwie langweilig. Ja. Oh Gott, ich brauche was zu futtern. Ich muss hier wieder raus. Zum Glück ist es mittlerweile halbwegs hell. Ich habe hier wirklich das Antichristen-Entenbaum-Gerät. Das sieht sehr interessant aus. Oh, da sind Karotten. Das ist echt süß hier. Was? ETF. Das war nicht viel, aber es ist ein bisschen Mampf. Stein. Oh, verbrennt. Ja. Da muss ich hin. Okay. Oh, Kartoffeln. Sehr gut. Fantasieblock. Das hört sich ja süß an. Das ist ein Block, den du dir vorstellen kannst. So wie du willst. Ja. Das hier ist unsere Haustasche, ja? Unsere Hausbautasche. So. Hausbautasche. Ich habe einen Hausbaurucksack, so, das trifft sehr. Du bist ein Hausbaurucksack. Was? Nee. Was? Nee. Ein bisschen, ja? Wäre ja völlig. Nee. Das wäre ja abwegig. So. Hallo, Tobi. Oh, wie ich diese Unordnung im Inventar hatte. Ich könnte komplette Folgen damit zubringen, einfach nur mein Inventar zu ordnen. Wäre aber nicht spannend. Nein, aber ich hasse diese Unordnung. Ich kann so nicht spielen. Ich kann so nicht arbeiten. Wirklich? Das macht mich fertig. Ich kann das nicht. Dahin. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder alles ordnen, wie ich das hasse. Weißt du, die eine redet davon, dass sie die ganze Zeit ordnen muss und dass sie das absolut zum Kotzen findet, und der andere fängt einfach an. Ich ordne ja auch schon die ganze Zeit, aber
Das ist eine gute Gelegenheit, das einfach das hier drin zu lassen, was ich alles gar nicht will. Aber ich nehme es. Ach! Okay. Die haben alle Probleme, wa? Ich meine, was wir machen, ist jetzt auch gerade nicht so spannend, aber ihr wisst, das Ziel ist sehr spannend. Das Ziel ist sehr spannend, oh ja. Der Pilz kann irgendwo hin. Ja, brauche ich auch nicht. Oh, das Steak, das nehme ich aber mit. So. So. So, Ruckel. Zuckel. So, meine Güte. Sie dürfen nun gerne vom Ableben. Was wollt ihr jetzt machen? Ach ja. Warte mal, Phil, was? Was? Du bist tot? Du bist tot? Ja. Was? Wie? Skelett hat mich dreimal getroffen, dann war ich tot. Ja, super. Schön. Das ist ja eine tolle Folge. Das ist ja richtig gut. Wir machen Fortschritt. Das finde ich ja fabulös. Ich bin nicht mehr alleine. Wir sind alle einmal gestorben. Vor allem, na, wäre noch so, sie können jetzt vom Ableben Gebrauch machen. Ich bin tot. Ja, vor allem, und vor allem. Gott sei Dank weiß ich, wo ich nicht muss, aber. Pfötchen redet einfach weiter und ich so, Moment mal, Schnauze jetzt. Was? Das ist ja. Das war jetzt aber irgendwie plump. Das war so richtig stumpf. Also, das war richtig mega stumpf. Vor allem, ich war. Ich habe ja hier bei mir, wenn ich so ein bisschen aus meiner Base rausgehe, so zwei Hütten einfach rumstehen. Und in der einen war ich drin und ich gehe raus und das erste, was passiert, Skelett. Und dann bin ich irgendwie hängen geblieben und dann nochmal und nochmal und dann war ich tot. Ja, du bist halt ein bisschen hängen geblieben. Ist ja okay, Schatz. Gleich, ey. Was? Töte dich. Oh, vielleicht soll ich da jetzt nicht lang rennen, so ohne Waffe und alles. Ich finde, das ist eine gute Idee. Das hat das Pfötchen ja auch gerade bewiesen, dass das ziemlich intelligent sein kann. Provisorisch irgendwas basteln. Provisorisch irgendwas basteln. Kann man sich auch aus Dreck ein Schwert machen? Nein. Funktioniert leider nicht. Dann kannst du ihn mit dem Schwert taufen und zwar auf Stück Dreck. Das ist mein Dreckschwert. Das ist für so Drecksäcke wie dich. Klatsch. Njachke. Was? Bitte wer? Ich hab nicht genug Platz im Inventar. What? Gerade sagen Gesundheit. Hä? Was ist das denn jetzt gewesen? Nee, dann, wir brauchen Satz. Okay. Das war jetzt mehr als eigenartig. Oh. Oh Gott, ich muss gleich mal wieder kurz nach Hause. Wir überleben das schon irgendwie, Volk? Und irgendwie ist immer gut. Ich hab jetzt Holzschwerter. Ja! Die hatte ich sogar noch in meiner alten Base. Holzschwerter sind toll. Mann! Oh, das ist doch nicht wahr. So. Das Quatsch, es hat nicht hier von Holzschwertern geredet und ich habe mir ein Holzschwert gebaut, obwohl ich das gar nicht wollte. Das meine ich. Ach Gott. Hab ich jetzt Platz? Weißt du, wie man sowas nennt? Leicht beeinflussbar. Ich hatte das im Gefühl, ne, dass es passiert, dass ich sterbe. Wisst ihr warum? Weil ich hatte erstmal überlegt, weiter wegzugehen. Und dann dachte ich mir, nee, du gehst jetzt erstmal zurück und lädst deine Sachen ab. Und dann bin ich gestorben. Gott sei Dank weiß ich, wo ich gestorben bin. Sonst hätte ich nämlich nicht wiedergefunden. Ja. Deine Bitte, können wir die Folge einmal kurzzeitig beenden? Bitte? Warum? Bitte. Ja. Bei mir passt's gerade. Von mir aus. Vielen lieben Dank. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Ja. Ich mach aus, sobald ich im Haus bin, weil ich bin jetzt hier so komplett schutzlos. Ja, das ist egal, ich auch. Fuck! Ja. Lauf! Das Skelett ist ja immer noch da! Sehr gut. Also dann, liebe Leute, das war's halt für diese Folge. Ja, ich mute, aber ich warte mal, ich muss warten, bis nicht. Ich so lange... muss warten, bis nicht hier aus der Gefahrenzone raus. Oh ist Gott, leider. Da oben steht Enderman. Lauf! Okay, ich glaube, ich bin aus der Gefahrenzone raus. Wir können jetzt kurz beenden. Gut, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Wow. Was war das denn für eine Folge heute? Das war ja die Folge des Todes, ey. What? Einfach mal... Bumm. Und drei Leute gestorben, oder vielleicht zwei Leute gestorben, aber insgesamt drei Tode in der neuen Aufnahmefolge. Das ist ja richtig gut. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Wir haben gerade noch mal so einen Erdweg von uns gesehen. Da will ich auf jeden Fall mal gleich hingehen. Und nicht, dass wir schon zu weit sind, weil ihr wisst, wo wir hinwollen. Zum Unterwassertempel. Und ich würde sagen, schaut mal unbedingt bei den anderen vorbei, was da passiert ist. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Survival in the Woods. Ciao.